dass eine andere Fahrschule oder dass eine Fahrschülerin von ihm bei einer anderen Fahrschule einen Unfall gebaut hat und deswegen war die auch dann bei ihm. Und der Fahrlehrer soll sie nach dem Unfall so zur Sau gemacht haben und richtig runtergemacht haben, richtig ihre Fahrkünste beleidigt haben und alles drum und dran. Und sie war dann natürlich komplett aufgelöst. Ist klar, du baust deinen ersten Unfall, Alter, erstmal kurzer Schock und so und dann kommt auch der Fahrlehrer von der Seite und macht dich sonst wie hart wegen so einer Kacke fertig, Alter. Und dann meinte er auch, dass die Mom und sie hierher kamen, sie auch komplett, also zu der Fahrschule kam und sie auch komplett aufgelöst war und so und dass er ihr klipp und klar gesagt hat, dass so ein Unfall niemals an der Fahrschülerin liegt, sondern immer am Fahrlehrer, dass immer der Fahrlehrer die Schuld hat, weil der Fahrlehrer nicht umsonst die extra Pedale unten hat, womit er bremsen kann, lenken kann, alles machen kann eigentlich und immer der Fahrlehrer einfach dann nun mal die Schuld trägt und sie absolut keine Schuld irgendwie auf sich zuweisen muss und was es soll, dass er sie so angeschnauzt hat. Ja, und am Ende hat sie dann die Pflicht oder die Pflichtpraxisstunden bei der Fahrschule gemacht, also da, wo ich jetzt bin, bei auch meinem Fahrlehrer und hat das alles super gemacht, alles super gepasst, ist super durchgekommen und alles in bester Ordnung, Alter. Und das finde ich halt einfach maximal heftig so, oder? Also wirklich, es ist doch einfach absolut, nee, ich feiere das einfach. Und er hat auch erzählt, weil bei der praktischen Prüfung sind immer Fahrlehrer und halt der Prüfer im Auto. Und das Ding ist, eigentlich darf der Fahrlehrer dem Fahrschüler dann keine Tipps geben, eigentlich nichts sagen, sondern ist nur dabei, um mitzugucken. Und er hat auch erzählt, dass immer, wenn irgendwie jemand einen Fehler gemacht hat oder so, oder zum Beispiel, die standen an einer Kreuzung und sie hatte noch den falschen Gang drin und hat einmal das Auto abgewürgt, nochmal das Auto abgewürgt und ihr ist halt nicht aufgefallen, dass sie den falschen Gang drin hat, dass er immer so richtig auf die Füße geguckt hat und sie so richtig Handzeichen auch gegeben hat und gehofft hat, dass der Prüfer das nicht sieht, damit sie halt checkt, dass sie den Gang rausmachen muss, ne? Und der Prüfer das halt auch nie dann mitbekommen hat und das ist einfach so. Wisst ihr, er würde so hart Ärger bekommen, würde das dem Prüfer auffallen, dass er da irgendwelche Handzeichen dem Fahrschüler gibt, was er eigentlich gar nicht darf und er zieht einfach trotzdem durch, Alter. Das ist einfach übertriebenst nice. Dazu muss ich übrigens auch gestehen, ich bezahle für meinen Führerschein echt, also für Brandenburger Berliner Verhältnisse bezahle ich so wenig. Also wirklich jetzt, das ist ein richtig, richtig guter Preis, ich will ihn jetzt hier nicht sagen. Nicht, dass noch jemand irgendwie an dem Preis die Fahrschule rausbekommt. Aber das ist echt ein super guter, günstiger Preis und dann noch für so einen Fahrlehrer, für so eine Fahrschule. Ich muss sagen, der Theorieunterricht ist zwar ein bisschen altmodisch gehalten, also ein bisschen wirklich echt altmodisch, auch mit Beamer und man könnte behaupten, es ist aus der DDR in Anführungszeichen, so von den Verhältnissen her. Aber der Unterricht ist trotzdem top, Alter, wie der das da vorne macht. Du kannst dir richtig gespannt zuhören und du verlierst auch, das ist irgendwie ist es spannend, obwohl er fucking Unterricht macht, was eigentlich übertrieben langweilig sein sollte. Ich war ja da und wir hatten so eine Fahrschultheorie-Klasse, die wird ja dann immer, da werden dann immer die Leute zusammengeschmissen, die halt in dem Augenblick mit dir die Theorie machen und dann machen die alle zusammen einfach, ist ja klar. Ihr müsst euch vorstellen, ich war so richtig dieser Weirdo in meiner Klasse. Also wirklich, ich war dieser Typ, der nie geredet hat mit irgendjemandem, weil ich mir dachte, yo, ich bin da 7 Tage, was soll ich hier jetzt großen Kontakt aufbauen und groß mir den Bart vom Mund reden, wenn ich da nicht lange bin und die Leute nicht lange kenne. Und da habe ich so die ganze Zeit nicht geredet, habe immer mal gemalt, sieht man übrigens auch in meiner Insta-Stories. Und habe halt nicht wirklich viel gesprochen oder so, wisst ihr, ich war jetzt hier nicht groß auf, oh Leute, lasst mal Kontakt aufbauen, hey, ihr seid alle so toll. Sondern eher so der defensive Typ, dieser Typ, der in eurer Klasse ist, aber nie ein Sterbenswörtchen redet und nur für sich ist so gefühlt, wisst ihr, wie ich meine? Und das war ich so und dann, nee, dann vorletzter Tag und ich sitze in der Pause da und mich spricht so ein Mädel von der Seite an, Alter, von links, und hat mich so gefragt, ja, was machst du denn hier eigentlich, du redest nie, und ich so komplett perplex, ja, das ist ja einfach nur so richtig, richtig weird, und dann hat sie mich so gefragt, auf welche Schule ich gehe, habe ich ihr meine Schule gesagt, und sie so, oh, da war ich auch vor 3 Jahren, und Leute, das war mein Todesurteil. Das war es dann wirklich mit der Ruhe in der Klasse. Also wirklich jetzt. Sie hat mich 15 Minuten lang darüber ausgefragt, wie jetzt die Lehrer sind und was sie alle so machen, wie die drauf sind, was es so für neue Lehrer gibt, wie die Schüler drauf sind, was die so machen, was wir heute so machen, wenn wir Pause haben oder so. Und dann hat sie mir erzählt, was sie gemacht haben und es war einfach. Nee, Leute, das kann ich einfach nicht beschreiben, wie das für mich war. Das war so eine richtig, ich will nicht sagen, unangenehme Gesprächsphase, aber es hat halt einfach alles nicht harmoniert, Alter. Ich hatte gar keine Lust zu reden und sie quatscht mich immer mit irgendwelchen Texten voll und dann Leute, ich aus, wie soll ich sagen, einfach weil ich in dem Moment so perplex war, warum sie die ganze Zeit mich zutextet, hat sie mich so gefragt, ja, hast du Insta? Und ich guck sie so an und in meinem Kopf so, nee. Und ich sag so, nee. Und sie so, ah, ist ja voll uncool.
Ich gucke sie so an und denke so, ich weiß, aber echt keine Lust eigentlich hier jetzt noch viel zu schreiben über meine Schule und wie die Lehrer dort sind, muss ich ehrlicherweise gestehen. Und dann müsst ihr euch wirklich mal überlegen, dann hat die den ganzen Tag und die ganze nächste Pause, genau danach, hat sie nicht mehr mit mir geredet. Sie hat kein einziges Wort mehr mit mir gewechselt. Ich glaube, sie hat mich wirklich einfach so uncool gefunden, nachdem ich das mit dem Insta gesagt habe. Das ist echt unfassbar. Sie hat nichts mehr gesagt. Gar nichts mehr. Sie war wirklich einfach leise und dann, ja, dann war die Pause vorbei. Wir haben den letzten Unterricht gemacht. Und ja, dann war vorbei. So, ich bin der Meinung, ich habe jetzt alles. Ja, das ist komplett fertig hier. Hier brauchen wir nicht noch mehr irgendwie zu bauen. Ich hatte aber auch so einen Typen neben mir. Alter, ich weiß nicht, Leute, ich weiß nicht, wie ich euch den beschreiben soll. Das war ein Tier, Junge. Das kannst du nicht anders beschreiben. Der war so eine Maschine, Alter. Der ist auf eine Sportschule gegangen. Das habe ich immer so. Ich war auch immer dieser, ich male und höre heimlich bei fremden Gesprächen unangenehmer Typ zu. Der ist auf eine Sportschule gegangen und das war einfach, das ist einfach, Alter, ich komme darauf immer noch nicht klar. Ungelogen, wir hatten da Tee. Eine ganz normale Teetasse, ne? Kennt ihr so eine kleine Tasse, kannst du Tee reinmachen, alles bestens und halt auch nun mal Tee. Und dieser Typ, ohne Witz, ich hatte die Teetasse in der Hand und sie hat so, naja, sie hat halt gut in meine Hand gepasst. Ich bin so mit zwei Fingern, bin ich locker rumgekommen. Und Alter, diese Maschine, Alter, der hatte solche fetten Pfoten, Junge, aber nicht so eklige Hände, so eklige Hände im Sinne von, der hatte so richtig lange Finger, aber irgendwie dünne Hände oder dünne Finger und weiß ich nicht was, sondern der hatte wirklich einfach krank geile Hände. Und ihr müsst euch ungelogen vorstellen, dieser Typ hat diese Teetasse in die Hand genommen und du hast ihm dabei zugeguckt, wie er Tee getrunken hat und du musstest Angst haben. Du musstest ungelogen Angst davor haben, dass er die Teetasse zerbricht mit seinen Fingern. Der kam einmal zur Fahrschule mit Fahrrad und der hat sein Pullover ausgezogen, weil dem war warm, ist ja klar, Alter. Und alter Junge, der hatte ein T-Shirt runter und seine Arme waren einfach Meter, Junge. Das kannst du nicht beschreiben. Also ich will jetzt hier weird flex an der Stelle. Aber ich bin auch jetzt nicht dünn. Ich bin auch jetzt kein absolutes Hammertier wie dieser Typ. Aber ich bin halt auch kein Lauch so. Und dieser Typ, der hatte Arme, das kannst du dir nicht vorstellen. Und der war 17 oder so. Und dann, auch wenn er so ganz normal saß, du hast so richtig seine Titten einfach gesehen. Wisst ihr, wie ich meine? Der hatte so richtige Titten, Junge. Und du hast es richtig heftig gesehen. Wenn der ganz normal saß, hast du richtig krass gesehen, wie seine, du hast halt durch seinen Pullover, durch diese, wow, Dinger gesehen. Ja, genau. Und auch an sich, der hatte auch so richtig, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, der hatte so richtig kranke Wangen. Wisst ihr, wie ich meine? Es gibt diese, yo, der ist halt ein cooler Typ, so Wangen. Wisst ihr, wo diese auch so eine, ich will nicht sagen Einkerbung haben, aber das sieht man halt einfach. Und dann gibt es diese Bruder muss fucking los Wangen. Und dieser Typ hatte einfach, Alter, das konntest du nicht beschreiben, was der für Wangen hatte, Alter. Und auch der hatte so ein, ich weiß nicht, wie die so scheinen soll, der hatte so ein Kinn. Das ist so, das war so ein richtig heftiges Kinn, wisst ihr, als hätte er sich fünfmal den Kiefer gebrochen schon. Und sonst was gemacht, Alter, also wirklich, das war abnormal. Abnormal, dieser Typ. Also, falls du das siehst, Bruder, Props gehen raus an dich, Alter. Einfach krank, Junge. Mach weiter so, Mann. Der war einfach ein richtiges Tier. Anders kannst du das nicht beschreiben. Der war einfach wirklich, der war ein fucking richtiges Tier, Junge. Der, nee. Ich komme immer noch nicht darauf klar, wie, nee. Nee, so, Leute, ich habe jetzt hier die nächsten Planungen gemacht. Das wäre einmal dort. Im Prinzip kommt dann da der Baum hin. Der wird so rüberragen, circa, denke ich mal. Da wird noch eine Mauer hinkommen, da wird dann auch ein Baum hinkommen und da kannst du hochlaufen und hast dann eine Ebene, die du wieder belaufen kannst, so. Kannst da dann hochgehen und dort weiter nach oben. So ist es jetzt der Plan. Hier würde ich noch nicht weiterbauen wollen, weil am Ende setze ich den Boden vielleicht doch einen Block höher, einen Block runter und da muss ich alles wieder abreißen und neu bauen. Deswegen lasse ich das erstmal so in der Planung. Aber ihr wisst oder könnt euch vielleicht schon mal ein bisschen vorstellen, wie das dann hier wird. Vor allem, Alter, oh mein Gott, das Ding ist, was ihr euch definitiv nicht vorstellen könnt, ist, wie heftig dieser Baum hier wird. Also wenn ich den wirklich so gut hinbekomme, wie ich mir das vorstelle, werden hier die Wurzeln rauskommen, die werden dann zu einem Baumstamm führen, der circa da sein wird, der wird dann hochgehen, hier werden dann überall so Blätter rüberragen, alles in Eichenholz und mit, wahrscheinlich mit Dingsblättern hier, mit alles in Fichtenholz und Eichenholzblättern so rum. Und der wird dann hier hochgehen, wird hier rüberragen und, Alter, es wird einfach Baba. Es wird einfach Baba. Anders kannst du es nicht beschreiben. Es wird einfach krank heftig. So, jetzt sehe ich mal in mein Inventar und bevor ich es vergesse, müssen wir jetzt ganz kurz noch einmal das Glas setzen für den Beacon. Weil da, wenn da kein Glasblock ist,
Dann, nee, ich bin immer wieder deprimiert, wenn ich mir den Beacon angucke. In welcher Farbe wollen wir denn den Beacon machen? Ich hätte entweder gesagt grau, also richtiges Grau oder hellgrau. Ich weiß aber gar nicht, wie viel... Nee, ich brauche einen Tintenbeutel. Och nee, ich muss kurz einen Tintenbeutel holen, damit ich mir graue Farbe machen kann. Och nee, und dann spawnen ja auch noch die Fische so ekelhaft. Und das müssen wir auch noch alles irgendwann fertig bauen. Mann, 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 Leute, wir haben viel, viel zu viel vor in diesem Projekt. So, dann schnappe ich mir mal ein Boot, währenddessen es hier aus Kann schüttet, Alter. Und mache ich mir auf die Suche nach einem wunderschönen Tintenfisch. Hi! Hi, Leute, Alter, alles fit. Ich brauche mal kurz eure Tintenfischbeutel. Eins. Oh, Alter, Speed, Junge. Ich liebe dich, Delfini. Hallo. Ey. Komm, drop. Mist. Er hat nicht den Dreizack gedroppt. So ein Mist. Alter, ich liebe... Nee, durch den Delfin bin ich ja so speedy unterwegs.